Wir fangen mit dem Geali Beach an, einer der schönsten und jedoch gefährlichsten Strände von Korfu. Am Parkplatz angekommen erwarten dich noch etwa 600 Meter Wanderung. Auch an einer Kletterpassage kommst du vorbei, die mit einem Seil gesichert ist. Deshalb solltest du festes Schuhwerk tragen und schwindelfrei sein. Sobald du unten angekommen bist, wirst du merken, dass sich jede Anstrengung gelohnt hat. Auch schnorcheln kannst du hier super. Weiter geht es mit dem Porto Timoni Viewpoint. Hier kannst du auf einen der ausgeschilderten Parkplätze parken und den Rest zu Fuß gehen. Der Weg dorthin ist sehr gut ausgeschildert. Für die Wanderung benötigst du ca. 30 Minuten und hier oben hast du eine gigantische Aussicht. Wir machen weiter mit der Altstadt von Korfu, was gleichzeitig auch die Hauptstadt der Insel ist. Es gibt viele Restaurants und Souvenirläden, die zum Verweilen einladen. Von Montag bis Samstag findet hier auch ein Markt statt. Außerdem kannst du dir die alte Festung hier für 5 Euro anschauen. Und hier oben hast du einen Blick auf den Hafen und auf die komplette Altstadt. Weiter geht es mit dem Cape Twestis Viewpoint. Vom Parkplatz aus sind es noch etwa 20 Minuten zu Fuß. Vom Viewpoint aus gibt es noch einen Weg ans Meer. Unten angekommen kannst du dich im Meer abkühlen oder dir ein Boot mieten, das dich direkt zu den Felsen bringt. Und zuletzt den Kanal der Amur.
Wer mutig genug ist, kann von den Klippen aus ins Meer springen. Nach einer Legende sagt man, wenn man mit seinem Partner durch diese Höhle schwimmt, wird man ein Leben lang zusammenbleiben.